Unser Planet besitzt zwei Seelen. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Und ich höre auf, dieses komische Intro zu lesen. Hallo, hier ist der Crazy Zocker mit einem neuen Projekt. Hä, wer ist noch nicht? Ah, Git. Wie kann man denn da was wegmachen? Hallo? Hallo? Oh. Wir nennen uns... So. Von der Geschichte dieses Spiels werde ich noch nichts verraten. Ich möchte ja, dass ihr nicht wisst, worum es geht und so, und ihr keinen Spaß mit Pferd, weil ihr nichts versteht. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Ja, wieso rede ich mit so einer seltsamen Stimme? Ich weiß es nicht. Ich kann eigentlich ganz normal reden. Ja, komm. Na komm, jetzt. Hallo. Hallo. Du bist nass geschwitzt. Hattest du einen Albtraum? Ja. Den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren. Das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Beweg deinen Arsch, komm. Ich habe keinen Bock, zu ewig zu warten. Beweg dich. Los. Ah, wunderschön. Hallo. Oh, ihr lauft gegen den Tisch. Mann, seid ihr cool. Du Glücklicher, ich hätte auch gerne eine Freundin wie Melina. Melina ist meine Freundin? Cool, dankeschön. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ja, bla bla. Okay, meinetwegen, dann gehen wir mal kurz eben... Oi. Stu tritt näher. Ich bin ein kleiner Pedo. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in der Weberei... In die Weberei getrieben. Oh mein Gott, er hat's mit den Hühnern in der Weberei getrieben. Igitt. Also, entschuldigen. Tut mir leid. Hä, was? Ich habe entschuldigen. Okay. Aber es ist einfach über mich gekommen. Ich habe mit den Hühnern Fußball gespielt. Das wird immer perverser. Dabei ist es passiert. Dann geh jetzt und entschuldige dich bei den Webern. Klar? Ach, Weibern. Wieso hat er nicht gleich Weibern gesagt? Uiuiui. Egal. Boah, ist diese Musik geil. Also, das Spiel ist eigentlich einigermaßen schwer, würde ich jetzt sagen. Du schon wieder? Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigen. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Niemals. Ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen. Ich will gar nicht mit dir weggehen, du... Rose, violette Haare und so und das, naja. Ui, Kürbisse. Hallo, ich bin der irgendwas. Boah, kaputt machen. Oh, kaputt machen. Oh. Cool, gegen die Köpfe von den Leuten schmeißen. Yay. Ja. Dun, dun, dun. Du, oh, was geht denn jetzt? Nichts zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Stu, du kommst gerade recht. Wir waren nicht in der Muckibude. Deswegen sind unsere Arme weich wie Wurst. Wie Mettwurst. Wir wollten noch etwas ausprobieren. Diese blaue Tür. Die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alles versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Stu, willst du es probieren? Sicher. Ich werde es versuchen. Also... Du, vielleicht gelingt es dir. Auf geht's. Und ich habe mich gerade ein bisschen versprochen. Und ich weiß noch, was man hier machen muss. Man muss einfach mal... Bäm! Schaut, da ist ein Riss in der Tür. Er ist Mikro-Millimeter-Großteil-Dingsbums. Mhm. Gutes Deutsch vom Crazy Zocker heute wieder. Oh yeah. Plötzlich ist sie weg. Er hat es geschafft. What the fuck? Save state? Man weiß ja nie. Hilfe! Zu Hilfe! Helft mir! Ich wurde vergewaltigt! Ja. Habt ihr das auch gehört?
Ich muss mal dringend aufs Klo. Ich sehe euch später. Boah, lass einfach durch deinen Kerl durch. Durch deinen Kumpel durch. Und jetzt habe ich doch glatt vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Dabei habe ich nicht mal einen. La 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 la. Was? Schon so spät? Ah, dann muss ich los. Wir sehen uns später. Oh, ein bisschen schneller. Ich meine, er muss los, ganz im Ernst. Er muss los und läuft dann so lame. Oh, langsam, meinte ich. Und ich habe ein Safe Set gesetzt. Das wollte ich gar nicht. Gab es nicht irgendwo mal was versteckt oder so? Hier war doch hier was, oder nicht? Oh, diese epische Gottheiten, Götter, Gott, Grützen, Göttermusik. Helft mir! Lass mich raus! Autsch! Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? Bist du es denn? Schaltet doch morgen wieder ein, dann werdet ihr erfahren, ob er... Nein, okay. Ich glaube, ich sollte mal auf ein bisschen... Also ich sollte mal ein bisschen weniger Scheiß erzählen und so, ja. Bam, 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 bam. Ein Kaugummi. Endlich nach all den Jahren bin ich wieder frei. Du musst mein Befreier sein. Ich habe viele Namen. Für dich bin ich Fluffy. Bist du ein Dämon? Hat der Weise dich deshalb unter Verschluss gelassen? Gehalten? Bla bla bla. Ich habe schlechtes Deutsch. Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelt sie. Sie ist mein Heim. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Sie ist mein Heim, schon gesagt. Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du dir die Truhe gelangen. Wann immer du die Select-Taste drückst, ich werde dich nun in das Geheimnis einweihen. Folge mir. Wieso habe ich gewusst, dass es Folge mir kommt? Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir in der Truhe. Du kannst immer hin und her wechseln. Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Um zu zaubern, wählst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Ach ja, da würde ich sagen, das ist eigentlich... Also es gibt in dem Spiel irgendwie 50 Kristalle oder 60 oder sowas zu sammeln. Aber ich werde keinen 100% Run machen. Dies ist der Ego-Spiegel. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glücks- und Erfahrungspunkte. Das ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Entschuldigung. Ah, das ist alles, nicht story-relevant, deswegen werde ich das jetzt einfach mal kurz skippen, hier diese Erklärung. Ja, er hat uns die ganzen Räume gezeigt. Oh. Mülleim, oder was ist das hier? Naja, egal. Dann gehen wir in die Waffenkammer, da sieht man ja, da oben war ein Schwert drauf. Und holen uns dieses... Stu! Du hast das Siegel gebrochen! Hörst du mich? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, der mich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele von dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Wirst du meine Gaben nutzen? Ja. So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Achso. Es holt eine Waffe. Die Zahnstocher erhalten. Sogar in Blau. Ja, ein Zahnstocher, Kinder. Sieh an. Es scheint, als ob der, er gefallen als du findet. Du bekommst Gesellschaftsstu. Geh nach draußen. Juhu. Uiuiui, ich laufe da ganz langsam. Stu, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Huh, was ist das für ein Ding? Ja, danke für die nette Begrüßung. Anmutige Sterbliche. Er scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du auch diese Kälte? Stu, lass mich nicht allein. Lass uns kuscheln. Oh! Melina, was ist los? Melina! Was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Muhahaha. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan. Du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dir etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. What the fuck? Fluffy, was? Wo bist du? Tschüss, Melina. Melina, was habe ich getan?
der Weise. Er hat ja die Truhe versiegelt. Er hat magische Kräfte. Vielleicht konnte er der Eisstarre entgehen. Oh oh. Hoffentlich nicht, sonst wird uns den Arsch erstmal verhauen. Oh oh. Darauf habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Ach du Scheiße, sie sind alle eingefroren. Oh, dann kann ich ja in Ruhe hier Äpfel essen. Oder zum Kotzen. Egal. Dann gehen wir mal zum Weisen hier. Ja. Weiser, du lebst. Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender. Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Truhe sollte verschlossen bleiben. Ich hätte große Angst. Vielleicht hätte ich da einen Denkzettel hinkleben müssen. Aber wir können die Menschen nicht so hinterlassen. Willst du sie zurückverwandeln? Ja. Genau, wenn du weißt, was ich tun muss, dann sage es mir jetzt. So sei es, verlass das Dorf, du. Du wirst 5 Türme finden. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nur das Dorf. Das Tor ist offen. Und ich laufe einfach mal durch dich durch. Okay. Ach du Scheiße. Die Bäume sind weg. Was ist das? Das hat der Alte also gemeint? Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Verlassen wir das Dorf. Diese Musik, das ist... Vielleicht kennt ihr es ja wieder, das ist die Musik, die im Final Part vom Ende von I Wanna Be The Boshi war. Diese Musik ist übelst episch und ich freue mich einfach nur, dieses Spiel zu spielen. Und oh, jetzt schon der erste Turm. Ist hier noch irgendwas? Nein. Oh, da ist wieder ein Turm. Da auch ganz viele Türme. Okay. Oh, wir sind sogar richtig. Ich hätte jetzt erwartet, dass der 5. ist. Naja, egal. Das ist meine Weise, als der Turm sagte. Welch ein unheimlicher Wort. Was ein tolles Wort. Turm. Interessant. What the fuck? Was ist das? Welcher Babyspeck? Wer bist du? Dein Erscheinen hat mich erschreckt. Ich bin der Turmwächter, was ist dein Begehr? Beantworte ich freundlich. Alle Menschen im Dorf sind zu Eis erstarrt, deshalb bin ich hier. Komm näher und betritt den Turm. Im Turm befinden sich unzählige verlorene Seelen. In der obersten Etage wirst du die Macht finden, die du begehrst. Du. Erfüllst du dein Schicksal? Nein. Aber ich habe Spaß und das... Ja. Wie kann man kämpfen? Oh, geile Musik. Geiler Ton, meine ich. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, okay. Ach so, Moment. Select-Taste kann ich vielleicht so... Oh, ja. Hier ist die Waffe. Gut. Möchtest du das anwählen? Ausgerüstet. Haben wir auch was zum Anziehen? Sonst müssen wir eigentlich nackig rumlaufen und hier ist wirklich was zum Anziehen. Schutzweste. Ja, geil. Kann man irgendwas mit den Lichtern machen? Ich möchte hier schon alles schön erkunden, ne? Ah, wir haben hier irgendwie den Stich, wenn wir so rennen und so und dann angreifen. Können wir normal angreifen. Dann habe ich irgendwie... Mir hat jemand geschrieben, schon bevor ich das überhaupt angefangen zu spielen, wenn man ganz schnell hintereinander haut, dann macht er so komische Magiewelle hier so. Macht er so komische Magie hier halt so rum. Wenn man rennt, springt und so macht, dann wow, bam, Funkensprung heißt das Ding. Und es lägt einfach mal. Und jo, tot. Und wenn man nur springt und angreift. Okay. Bam, alle tot. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Trainieren mache. Ich werde, nicht relevant für die Story ist, werde ich das Training nicht im Let's Play zeigen. Ich denke mal nicht, dass das jemand sehen möchte. Also von daher... Eigentlich würde ich Livestreams machen für sowas wie Trainieren vielleicht auch. Aber da mein Internet so schlecht ist und mir keiner von euch eine neue Internetleitung kaufen will, mache ich das nicht. Also Entschuldigung, ihr seid selbst schuld. Man wird ja wohl von seinen Abonnenten erwarten dürfen, dass sie einmal eine neue Internetleitung kaufen. Egal. Episch. Ich habe noch kein Kristall gefunden, glaube ich. Und doch, da habe ich schon wieder vergessen und so. Ne? Dann erreicht endlich mal Level 2 hier. Das ist ein Kristall. Kristall.
So. So, der erste Kristall von 60 oder so, ja. Das Spiel ist ziemlich lang. Wir haben den ersten Part gerade mal. Das heißt, 60 Parts. Nein, egal. So können wir das nicht sehen. Nee, es geht nicht, Kinder. Ui. 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 Aua, au. Ui. Level 2. Level 2 erreicht. KP steckt um 5. Stärke steckt um 1. Abwehr steckt um 1. Glück steckt um 1. Okay. Dann würde ich eben... Nein, noch nicht bis zum nächsten Part. Mach ich mal noch ein kleines bisschen. Yay. Bams. Bams. Okay. Dann ich mach noch kurz... Oh, Kristall. Das heißt, 30 Parts, wenn wir in jedem Part 2 Kristall kriegen. Egal. Ja. Mhm. Oje. So. Hier ist irgendwas aus dem Fenster gefallen oder so. Ich würde sagen, oh, das sammle ich jetzt. Nein, nein, nein! Okay. Safe State, weil ich jetzt einen Schuss mache. Safe, 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 safe State. Hört ihr die Tasten? Safe Staten! Okay. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Tschüssi.